Langsam aber sicher wird es wärmer, sogar hier in Deutschland. Und ich möchte dich gerne einmal mitnehmen zu einem großen Frühjahrsputz. Ich habe jetzt nämlich super Lust bekommen, einfach nochmal meine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Es gibt hier so die ein oder andere Ecke, wo ich ja irgendwie Dinge angehäuft habe oder sie zumindest nicht richtig verstaut habe. Ja, wo ich einfach nochmal gerne aufräumen möchte und vielleicht auch schauen möchte, wo ich noch Dinge aussortieren kann. Auch in einer relativ minimalistischen Wohnung kann man immer noch Dinge finden, die man nicht benutzt. Wenn du magst, dann sortier gerne mit mir gemeinsam aus oder putz deine Wohnung gemeinsam mit mir. Ich finde das immer total inspirierend und irgendwie motivierend, wenn jemand anders das auch macht und selbst wenn es eben nur durch die Kamera ist, durch das Virtuelle. Und dann würde ich sagen, geht's los! So, ich starte jetzt hier im Wohnzimmer und in meiner kleinen Kommode. Das ist ja der Bereich, in dem ich alle meine persönlichen Dinge lagere. Ja, es ist schon nicht viel Platz auf jeden Fall. Ich komme auch eigentlich gut damit zurecht. Aber in letzter Zeit habe ich bemerkt, dass ich viele Sachen einfach da reinstopfe. Und generell ist das halt auch so, ja, vor allem das eine Regal ist das halt mein Platz, wo ich Dinge hin tue, wenn ich nicht weiß, was ich mit ihnen anfangen soll. Und ja, es ist echt ein kleiner Walk of Shame, aber es sieht wirklich furchtbar aus und das räume ich jetzt einmal kurz auf. So, das hier ist ja meine Kommode. Das hier habe ich zum Beispiel neulich aussortiert. Und ich nehme jetzt erstmal alle Dinge raus und packe sie dann an verschiedene Spots. Also zum Beispiel die Spots, wo ich weiß, dass ich davon noch ein Foto machen muss, weil ich es aussortiert habe zum Beispiel. So, das hier ist jetzt das Ergebnis. Ja, und das ist halt so ein Riesenobjektiv, das ich von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Das kann ich leider nicht in dem anderen Fach, was dafür eigentlich vorgesehen ist, unterbringen. Wäre halt praktisch, wenn hier noch ein Regal drin wäre. Und diese Dinge hier habe ich jetzt sozusagen aussortiert. Das ist Müll, das wandert in den Keller. Und das hier verkaufe ich alles. Habe ich alles verstaut, jetzt geht's mit dieser Schublade weiter. Hier unten habe ich immer alles so Unterwäsche, Strumpfhosen, Socken. Ich werde einfach nur schauen, ob ich Wintersocken oder Strumpfhosen hier drin habe. Das hier ist halt auch eine kleine Problemschublade, weil ich jetzt über das letzte Jahr ein bisschen mehr Technik angehäuft habe. Und das immer so ein bisschen ein Problem ist, das hier alles zu verstauen und auch so zu verstauen, dass ich es ja oft nehmen kann, einfach so. Das hier ist jetzt das Ergebnis. Jetzt kann ich wieder alles gut da drin verstauen. Das bleibt noch kurz draußen und dann baue ich das auch wieder auseinander. Dann passt das auch gut hier rein. Und meine Idee war jetzt, dass ich die Kameras und Objektive, die ich zum Fotografieren benutze, dass ich die an einem anderen Ort verstaue, nämlich daneben. Und dass das hier sozusagen nur der Platz wird zum Filmen. Mein Ziel ist immer, dass ich halt schnell an Sachen rankomme, ohne noch irgendwie groß darin zu wühlen. Hier kommt dann natürlich noch die Kamera hin, die ich gerade benutze zum Filmen. So, das hier ist mein letztes Fach. Hier bewahre ich meine Sportkleidung und Sportzubehör auf. Schlafanzüge, die sind gerade alle in der Wäsche. Und ja, hier kommen auch Badeanzüge und sowas hin. Das ist jetzt das Endergebnis. Es ist zugegebenermaßen jetzt nicht komplett perfekt, aber man muss ja meistens mit limitierten Ressourcen arbeiten. Also hier ist ja meine Schlafkleidung drin, die gerade in der Wäsche ist. Hier sind jetzt meine Kameras. Das ist mein Sportequipment, das ich wirklich fast täglich benutze, auch wenn ich zu Hause Sport mache. Und hier kommt der Rest meiner Sportkleidung rauf. Das wird sich dann wahrscheinlich auch bis hier oben füllen. Und da ist jetzt sowas wie Badeanzug, Fahrradbrille, Fahrradhandschuhe und diese Schnieftücher und so drin, also so auch nochmal Sportzubehör. So, ich habe mich jetzt hier mit Glasreiniger bewaffnet und Lappen. Ich werde jetzt erstmal meine Spiegel reinigen und danach mich an die Fenster machen. Thank you.
das hier ist ja meine Capsule Wardrobe. Ich teile mir die Kleiderstangen mit meinem Freund. Und dieser Teil ist von mir. Da sind aber auch ein paar Sachen gerade in der Wäsche. Aber weil sie in der Wäsche sind, heißt es ja auch, dass ich sie benutze. Es gibt leider ein paar Kleidungsstücke, wo ich merke, dass ich sie entweder nicht mehr trage oder wenn ich sie trage, dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei habe. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben. Das sind nämlich zwei Blusen. Das ist einmal diese hier und die habe ich halt auch in schwarz. Das sind so alte Fast Fashion Blusen, aber ich glaube, ich habe die schon... Ich glaube, ich war sogar jünger als 18. Also ich habe die schon über 11 Jahre mindestens. Ich hatte die ganz, ganz lange, weil ich die eigentlich immer angezogen habe, wenn ich zum Beispiel auch nicht so richtig wusste, was ich anziehen soll, wenn ich ein bisschen schicker sein wollte. Momentan, wenn ich sie anhabe, fühle ich mich einfach nicht so richtig wohl darin. Und ich habe auch beide schon mehrfach aussortiert, in meine Transferzone im Keller manövriert. Und dann war ich mir doch nicht so sicher und habe sie wieder hochgeholt, weil ich finde, man braucht es halt auch irgendwie, oder ich zumindest, mal so eine klassischere Bluse, die ich halt zu jedem Anlass tragen kann. Aber irgendwie habe ich Lust auf einen anderen Schnitt. Und auch wenn ich jetzt gerade die Shopping-Challenge mache, möchte ich irgendwie trotzdem nicht mich irgendwie blöd fühlen in meiner Kleidung, in meiner wenigen Kleidung, die ich noch habe. Deshalb werde ich die jetzt endgültig aussortieren. Und dann habe ich noch hier dieses Kleid. Das habe ich leider auch noch gar nicht lange. Das war jetzt leider ein klassischer Fehlkauf. So, heute ist Mittwoch und ich wende mich jetzt dem Flur zu. Da gibt es nämlich zwei Fächer, die immer ein bisschen problematisch sind bei uns. Eigentlich haben wir da gar nicht so viele Sachen drin, aber es ist auch ein Ort, wo wir halt Sachen hinpacken, wenn wir nicht wissen, wohin damit. Und es ist leider strategisch nicht so richtig gut aufgebaut für uns, weil das halt sehr hoch angesiedelt ist und wir da nicht so gut rankommen. Aber ich zeig's dir einmal. Das hier sind beides so Einbauschränke, also das habe ich mir alles nicht ausgesucht, das war schon hier. Und es ist irgendwie praktisch, aber auch wieder sehr unpraktisch, weil es halt sehr hoch angesiedelt ist. Und so furchtbar sieht es leider gerade aus, weil wir einfach alles immer so da reinstopfen. So, das hier ist jetzt mein Haufen und ich sortiere auch hier einfach wieder die Dinge auf verschiedene Stapel. Ich habe auch zwei Sachen wiedergefunden. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass wir noch einen Regenschirm haben. Ich habe neulich einen neuen gekauft, weil ich dachte, wir hätten keinen mehr. Aber der hier ist sowieso ein bisschen kaputt. Meine verschiedenen Stapel. Tatsächlich bleibt nur das hier und die Rucksäcke, was wieder da rein soll. Das hier ist Müll. Ich habe jetzt hier übrigens für die Zwischenzeit so eine Übergangszone eingerichtet. Hier sind die Sachen, die ich verkaufen möchte und das sind die Sachen für den Keller. Und das, was ich wieder in die Heimat bringe, sozusagen, ist jetzt nur der Schal. Das kommt dann auch erstmal in den Keller, da gucke ich dann einfach nochmal durch. So, es geht jetzt weiter mit der Küche. Ich habe hier schon mal so grob durchgeputzt und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist einmal ein bisschen grober auch durch den Kühlschrank putzen. Das mache ich so einmal im Monat ungefähr. Auch einmal den Boden wischen. Und dann möchte ich jede Schublade einmal ausräumen, auswischen und dann wieder alles reinräumen. Ich schaue dann immer noch, ob ich was aussortieren kann und möchte. Ja, dieses Regal ist leider immer auch so meine Problemzone. Ich glaube, generell bin ich auch einfach ein eher unordentlicher Mensch, besonders wenn ich nicht so viel Zeit habe. Und dann stelle ich halt einfach irgendwie Sachen hin. Also wenn ich nicht weiß, wo ich das hin tun soll, dann tue ich es halt einfach irgendwo hin. Ich glaube, es ist auch unabhängig eigentlich von der Größe der Küche, weil unsere Küche ist natürlich jetzt nicht besonders groß. Es geht aber auch noch kleiner. Und wenn man mehr Platz hat, dann neigt man ja trotzdem dazu, das auch wieder vollzustellen. Also das ist einfach so ein Habit, an dem ich auf jeden Fall noch arbeiten möchte. So, das hier ist jetzt das Vorher. Hier habe ich besonders einfach alles immer nur so reingestellt.
und hier auch. Wir haben auch teilweise sehr, sehr viel Tee geschenkt bekommen. Jetzt zu Geburtstag und auch Weihnachten und so. Und das muss ich irgendwie alles mal ein bisschen besser organisieren. Jetzt einfach alles mal rausgenommen und werde das jetzt, also hier werde ich einfach nochmal drüber putzen und schauen, dass ich das nochmal ein bisschen besser organisiert bekomme. Ein paar Tees kann ich auch hier wieder reintun, die sind nämlich leer. Das werde ich jetzt hier einmal putzen. Jetzt habe ich hier alles geputzt und wieder eingeräumt. Hier oben war übrigens alles in Ordnung. Das kann ich ziemlich easy sauber halten hier. Und ich habe jetzt hier meine Nahrungsergänzungssachen hingetan. Ich habe zwei Vasen, die stehen jetzt da. Eigentlich auch wie vorher, aber eben noch mal ein bisschen aufgeräumter. Und ich habe jetzt auch einfach die Tees hier reingepackt, weil die sind eh fast alle. Und danach werde ich auch nicht nochmal so viel Tee kaufen. Dass wir hier noch zwei haben. Wie gesagt, haben wir auch viel geschenkt bekommen. Passierte Tomaten brauche ich auch immer sehr viel. Deshalb, ja, das kann ich leider gerade nicht irgendwo anders unterbringen. Für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen zu voll. Aber ich habe halt gerade irgendwie keine andere Möglichkeit. Und ich finde es jetzt auf jeden Fall in Ordnung.